Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Und wir starten mit diesem Video in die Weihnachtssaison. Ich habe ganz viele neue tolle Sachen von Charlie und Paulchen, die ich dir gerne zeigen möchte. Einmal ein neues Kreativkit und natürlich noch andere Sachen, die es neu im Shop gibt. Und wir basteln mit dem Kreativkit wieder 3 Kartenbeispiele. Und wenn du Lust dazu hast, dann bleib dran. Die Sachen zeige ich dir jetzt. Mit dem neuen Kreativkit lassen sich ganz tolle Häuschen basteln bzw. Häuschenkarten. Und ich zeige euch sofort einmal die Stanzen, die ihr diesmal mit dabei habt. Wir starten mit dieser Stanze hier. Da haben wir einmal ein Haus, extra Fenster. Die kann man dazu obendrauf setzen. Und wir haben das Haus an sich und einmal den Rahmen des Hauses. Und das Ganze ist so groß, dass es auf eine A6-Karte passt. Und dazu kommt eine weitere Stanze, nämlich das Innenleben dieses Häuschens. Und das ist so liebevoll gemacht. Das heißt, man kann eine Karte beispielsweise gestalten, die man aufklappt und innen drin sieht man, was in dem Häuschen ist. Finde ich total zauberhaft. Dann gibt es hier jede Menge Deko für draußen. Den Weihnachtsbaum, einen Türkranz und einen kleinen Weihnachtsbaum. Und natürlich auch noch ein paar Sachen für innen. Hier diesen kleinen Nikolaus und einen Weihnachtsbaum, der dekoriert wird und Geschenke. Damit werden wir gleich arbeiten. Die zeige ich euch dann alle ausgestanzt. Dann bekommt ihr so einen Snow-Effekt-Stift, womit ihr die Dächer irgendwie schön einschneen könnt. Das finde ich immer eine coole Sache, wenn da so ein bisschen Effekt drauf ist. Der ist mit dabei, damit arbeiten wir später auch. Dann einmal diese wunderschönen Steine in Rot, Grün, Gold, Silber, Weiß von Spellbinders. So Schnickes kann man immer gebrauchen. Dann bekommt ihr ein Samtband. Das finde ich auch besonders schön. Das ist ein richtig schönes Rot. Und dann bekommt ihr hier so ein wunderschönes Tütchen. Und da drin ist noch mal ein bisschen mehr Schnickes. Das holen wir mal raus. Schaut mal, hier sind so Perlen und Glöckchen und diese kleinen Zuckerstangen drin und Pailletten. Das ist echt so ein richtig schöner Mix, den man noch verwenden kann, um Karten zu verzieren, Schüttelkarten zu machen oder es direkt auf die Karten zu kleben oder was aufzufädeln, wie euch das eben gefällt. Das ist auch mit dabei. Und jetzt zeige ich euch ganz viele tolle Papiere, die noch mit im Kit dabei sind. Ihr bekommt einmal hier dieses wunderschöne Goldglitzerpapier und das ist wirklich ein hochwertiges Glitzerpapier, weil es eben nicht abfärbt, sondern ein wirklich gutes Glitzerpapier ist in Gold. Dann einmal matt Metallic Gold, finde ich total schön. Dann nochmal dieselbe Qualität Glitzerpapier in Weiß. Dann ein mattes Silber. Unsere wunderschönen neuen Stone-Effekt-Farben. Dann haben wir hier mal so ein Braun, ein Rot und die Maserung hier finde ich richtig cool. Pistazie haben wir hier, ein Olivgrün. Dann bekommt ihr noch ein Eichenholzpapier und Papier mit Sternen, einmal in Rot und einmal in Dunkelgrau. Die Papiere sind auch alle mit dem Kit dabei. Also ein richtig, richtig tolles Set. Damit werden wir jetzt gleich basteln, aber ich zeige dir, was es noch alles Neues im Shop gibt. Wir bleiben einmal bei den Papieren und da haben wir hier diesen Aquarellwald mit dem Hasen und hier ein Mond mit im Schneegestöber. Das finde ich einfach wunderschön. Das ist genau mein Geschmack. Dann haben wir ein neues Sternenpapier, Sternenexplosion in so einem Mandelton. Ebenfalls nochmal Sterne in Karamell. Und jetzt kommen meine Lieblingssterne, das sind die feinen Sterne, auch in so einem Mandelton. Das liebe ich besonders, dieses Papier. Dazu gibt es auch den passenden Prägefolder, den haben wir aber schon ganz lang. Den habe ich schon häufiger in meinen Videos benutzt.
Dann nochmal die Sterne in Frost. Dann gibt es einmal kleine Bäumchen. Und das wunderschöne Sternenpapier auf unserem Stone-Hintergrund. Ein weiterer Winterwald. Sterne in meiner Lieblingsfarbe Petrol. Noch einmal in Petrol. Und in Grau. Das sind so schöne Papiere. Die finde ich für Weihnachten einfach richtig toll. Aber ich könnte mir so ein Motiv zum Beispiel auch gut vorstellen für eine Männerkarte oder auch für Verpackungen natürlich. Weiter geht's mit weiteren Stanzen. Neben dem Häuschen, was wir im Kit dabei haben, gibt es noch einmal dieses Fachwerkhäuschen. Und hier ist auch schon ein bisschen Schnickes mit dabei, um es zu dekorieren. Ein weiterer eine Dekostanze mit der Heiligen Familie, einem Baum und Sternen. Und dann gibt es die Kirche einmal vorne. Auch die kann man ausstanzen und dann die Kirche selbst mit Innenleben. Und auch hier ist ein Kreuz schon dabei, um hier so eine wunderschöne Aufklappkarte zu machen. Und wie gesagt, das Ganze ist in den Maßen A4, also direkt für eine Karte gedacht. Als nächstes würde ich euch gerne die Prägefolder zeigen, die es neu im Shop gibt. Da haben wir einmal hier einen mit ganz viel toller Schrift. Die weihnachtliche Straße mit dem Schneehimmel. Ein winterliches Dorf mit Tannenbäumchen und Schrift und Schnee. Mein Lieblingsprägefolder, der neue, hier die ganzen Tannen, die ist so filigran gearbeitet, das sieht geprägt richtig toll aus. Eventuell arbeite ich hiermit gleich auch noch für euch. Einen ganz feinen Schneehintergrund mit wirklich feinen Schneeflocken. Ich habe zwar schon einige Schneeflocken-Prägefolder, aber das hier sind wirklich ganz feine Schneeflocken, sieht unglaublich schön aus. Und dann haben wir noch neue Prägefolder in DIN-Lang, auch einmal die Schneeflocken und einmal Zweige. Und die sind sogar so, dass man hier vielleicht Kugeln dranhängen kann, was ich besonders schön finde. Das waren einmal alle Sachen, die ich euch von Charlie und Paulchen zeigen durfte. Und jetzt geht's los, wir basteln gemeinsam Beispiele. Für das erste Kartenbeispiel würde ich mir gerne eine Karte ausstanzen, die diese Häuschenform hat. Und dazu nehme ich hier die äußere Stanze und lege die so auf den Kartenrohling, dass sowohl der äußere Rand hier, der zusammenhält, als auch der untere Rand nicht gestanzt wird, sondern über die Karte drüber schaut. So. Und ich habe eine Magnetplatte, das heißt, ich könnte das direkt so in meine Big Shot legen. Aber für alle, die es nicht haben, würde ich euch empfehlen, dass ihr das einfach einmal so anlegt, wie ihr das gerne hättet. Und dann einfach hier mit so ein bisschen Klebeband fixiert und dann so durch eure Stanzmaschine kurbelt. Und dann haben wir unseren Rohling und damit arbeiten wir dann weiter. Ich habe mir jetzt hier einige Sachen ausgestanzt und zwar einmal das Häuschen in so einer normalen Wellpappe, was ich normalerweise immer drunter klebe, um Abstand zu haben. Also normal klebe ich die immer so aufeinander, aber diesmal hätte ich gerne einfach nur die Wellpappe. Ich habe mir das Häuschen auch nochmal in Rot ausgeschnitten, weil mir die Farbe gut gefällt. Und das, was ich hier mache, ich gehe jetzt hier einmal an dieser Falzlinie entlang und schneide mir hier die Tür ab. Und werde mir die Tür hier aufkleben, weil ich das nämlich richtig schön finde, wenn die Tür so ein bisschen anders aussieht. Die Fenster habe ich mir in Weiß ausgestanzt. Die werde ich hier aufkleben.
Und die Fensterbänke, die gab es auch einmal mit im Standset. Das heißt, die kann man auch hier aufkleben. Und die habe ich mir in so einem dunkleren Ton ausgestanzt. Die kommen dann hier so drunter. So. Das Ganze wird so dekoriert. Ich klebe das mit Flüssigkleber gleich alles auf. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Deko ausgeschnitten. Einmal hier so den Türkranz und etwas für um die Tür herum. Und was ich mir noch ausgestanzt habe, ist dieser Tannenbaum. Und da zeige ich euch jetzt gleich, wie ich das zusammenkleben werde. Ich habe mir meine Karte aufgehoben, wo ich die Grundkarte ausgestanzt habe. Ihr erinnert, das ist meine Grundkarte. Und wenn ihr das jetzt hier so anpasst, das Häuschen ungefähr so, dann kann ich sehen, wie ich den Tannenbaum hier davor kleben kann. So, den möchte ich nämlich gerne auch noch vor dem Haus haben und den werde ich ganz vorne ankleben und dann sehe ich jetzt schon, ich glaube, dann brauche ich das Fenster hier gar nicht dekorieren. Das kann ich mir aufheben für ein weiteres Mal, weil ich hier ja das Bäumchen hinkleben möchte. Und so geht das und passt einfach noch in einen normalen Umschlag hinein. Und das klebe ich jetzt erstmal alles auf und dann dekorieren wir die Karte weiter. Mein Häuschen ist jetzt soweit fertig dekoriert. Ich habe alles aufgeklebt. Aber eine Sache gefällt mir noch nicht. Und zwar, wenn ich das jetzt hier nachher auf meine Grundkarte klebe, dann ist es hier hinten dran weiß und das gefällt mir noch nicht so gut. Ich hätte gern, dass es aussieht, als hätte das auch wirklich Glas. Und deshalb habe ich mir hier so zwei Streifen Transparentpapier ausgeschnitten. Und das klebe ich mir jetzt einfach gleich hier hinten dran. Und da nehme ich einfach ein bisschen Flüssigkleber und trage das hier einfach hinten dran auf, weil das sieht ja nachher keiner mehr. Und damit das dann aber gleich nicht so weiß bleibt, sondern auch so ein bisschen wie Glas aussieht, dann tragen wir hier einmal drumherum auch noch ein bisschen Kleber auf, dass es auch hält. Würde ich das gerne gleich noch mit Stempelfarbe einfärben. So, einmal so. Und hier unten natürlich auch noch einmal. Hier bräuchte ich es tatsächlich ja gar nicht. Da ist ja das Bäumchen. Aber jetzt machen wir es der Vollständigkeit halber. Kleben wir es gerade noch hier drauf. Und das Ganze auch noch einmal hier drauf. Und so sieht es jetzt schon von vorne aus. Das gefällt mir schon besser. Und so hat es schon so ein bisschen den Fenstereffekt. Aber ich hätte gern, dass es noch ein bisschen mehr Fenstereffekt hat. Und deshalb nehme ich mir hier diese Farbe Sea Glass von Color Philosophy. Und färbe mir das einfach ein bisschen ein mit meinen Bürstchen. Wirklich nur so ein bisschen. Das ist so ein ganz bisschen dieses Blau annimmt, das sieht man so überhaupt gar nicht. Aber es ist jetzt noch feucht, deshalb vorsichtig. Aber wenn man es hier drauf legt auf das Weiße, dann sieht man, dass es so ganz leicht bläulich eingefärbt ist. Und genau das gefällt mir gut. Das sieht dann nämlich aus wie Glas. Ihr könnt natürlich jede Farbe nehmen, die ihr möchtet. Ich würde euch aber eine transluzente, also eine lichtdurchlässige Stempelfarbe empfehlen, damit das Ganze dann auch schön eingefärbt ist und eben durchsichtig ist. Das Ganze lasse ich jetzt einmal kurz ein bisschen antrocknen und dann werde ich das Bäumchen noch mit dem Schnickes hier schmücken, der dabei war in dem Kit und das Dach und das Bäumchen auch. Da gehen wir nochmal mit diesem Snow-Effekt drüber, aber das muss auch eine Weile trocknen. Das mache ich jetzt und dann kümmern wir uns auch direkt um die Innenseite der Karte.
Die Snow-Effekt-Paste ist jetzt auch aufgetragen und die hat so eine richtig schöne Struktur. Also da ist richtig viel so, ja, wie so crispy drin. Und es sieht wirklich aus wie Schnee. Das gefällt mir echt gut. Und das lasse ich jetzt trocknen und wir kümmern uns um die Innenseite. Für die Innenseite meines Häuschens habe ich mir einmal aus kraftfarbenem Papier, Naturpapier, einmal die Umrisse ausgestanzt. Die sind genauso groß wie meine Karte. Und ich werde die Innenseite hier hineinkleben, weil ich das schön finde, wenn das Häuschen auf der Seite ist und die Innenseite hier. Und dort hinein kommt jetzt das Innenleben meines Häuschens. Und das stanze ich jetzt einmal ein. So sieht das Ganze jetzt aus und ich finde das wunderschön. Das sind echt ganz liebevolle Details hier mit der Lampe und dem Schlitten und der kleinen Spinne, die hier von oben kommt. Und hier unten haben wir einen Kaminofen. Und jetzt haben wir natürlich noch die Deko-Elemente. Die kann man ausstanzen und das Haus von innen auch noch dekorieren. Und dadurch, dass das im Prinzip nur diese Silhouette hier ausstanzt, können wir auch noch die Räume tapezieren mit Designpapier. Ich werde mir jetzt noch ein paar Deko-Elemente ausstanzen und verschiedene Tapeten. Und dann setzen wir das Innenleben des Häuschens zusammen. Ich möchte euch einmal zeigen, was ich meinte mit der verschiedenen Tapete. Ihr könntet also hier hinten dran, hinter die einzelnen Stockwerke, immer andersfarbiges Papier kleben oder auch Designpapier kleben. Ich weiß noch nicht, ob mir das jetzt gut gefällt oder ob ich es tatsächlich einfarbig mache oder nur das Dach in einer anderen Farbe. Mir gefällt das alles ganz gut. Ihr könnt mich ja mal in den Kommentaren wissen lassen, was euer Favorit wäre. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt dazu entscheiden, das Haus in irgendeiner Art und Weise zu tapezieren und dann wird es dekoriert. Meine Entscheidung ist gefallen. Ich habe mich hier für so ein Rotbraun entschieden im Hintergrund und ein dunkleres Braun für den Dachstuhl. Und meine ganzen kleinen Schnickes-Dekorationsteile habe ich mir hier bereits schon einmal angemalt, ganz schnell mit den Aquarellstiften. Wer noch nicht gesehen hat, wie man solche Stanzteile am besten schnell bemalt, dem verlinke ich hier oben einmal das Video. Da habe ich gezeigt, wie ich mit den Aquarellstiften male. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Einmal, dass ich die Sachen zuerst anmale und dann mit Wasser darüber gehe. Oder hier habe ich eben die Farbe direkt von den Stiften aufgenommen. Und jetzt werde ich die Sachen einfach nur noch aufkleben. Dazu benutze ich Multimedium in einem matten Ton. Das heißt, selbst wenn jetzt hier so ein bisschen von dem Kleber eben überschippen würde, also wenn es hier wie hier so, dass es so ein bisschen so rausquillt, das macht nichts, das trocknet matt und das sieht man nachher gar nicht mehr. Deshalb nehme ich das gerne in diesem matten, in der matten Variante. Und jetzt klebe ich mir einfach alle meine Sachen noch auf und dann basteln wir die Karte fertig zusammen. So sieht mein zusammengebasteltes Innenleben nun aus. Ich habe die Teile einfach aufgeklebt und jetzt geht es daran, unsere Karte zu dekorieren. Ich nehme mir die Kartenfront, die mittlerweile auch getrocknet ist. Das hat tatsächlich recht schnell funktioniert. Und das klebe ich mir jetzt auf meine Kartenfront einfach auf und nehme dazu auch wieder Flüssigkleber. Achtet darauf, dass ihr jetzt nicht auf das Transparentpapier den Kleber auftragt, weil das würde man nämlich sehen und das wäre dann nicht ganz so schön. Sondern ich trage nur da Kleber auf, wo man es nachher auch nicht sieht. So. Und dann klebe ich einmal die Frontseite auf. Wenn ihr wolltet, könntet ihr natürlich jetzt auch noch einen Spruch ergänzen. Aber ich finde es so total schön und werde das einfach so lassen. Und jetzt kann man auch schön sehen, dass die Fenster blau sind.
Und die Karte wird einmal aufgeklappt. Und jetzt könntet ihr entscheiden, ob ihr das hier auf die Innenseite kleben möchtet oder hier. Ich habe mich für die linke Seite entschieden, weil ich dann auf der rechten Seite noch etwas Text ergänzen könnte. Ja, da kann man dann besser schreiben. Deshalb klebe ich das Ganze jetzt auf die linke Seite. Ihr seht, ich habe das hinten einfach nur so hinten dran geklebt. Und dann noch ein bisschen zurechtgeschnitten. Ich könnte mir vorstellen, mit verschiedenem Designpapier sieht das auch bestimmt toll aus. Achtet darauf, dass ihr den Abstand so wählt, dass ihr die Karte noch gut zuklappen könnt. So sieht meine Karte jetzt aus. Ich habe hier vorne das verschneite Häuschen mit dem Baum und wie gesagt, es passt genau noch in einen A4-Umschlag. Innen ist es mit dem schönen Innenleben gefüllt und hier könntet ihr euren Text hinschreiben und hinten drauf. Und das wäre das Kartenbeispiel Nummer 1. Für mein nächstes Projekt habe ich mir bereits 4 Häuschen ausgestanzt. Ich möchte nämlich gerne ein Windlicht gestalten, aber in Form eines Leporellos, sodass man es auch verschicken kann oder zusammenklappen kann. Das finde ich nämlich immer ganz wichtig, gerade so bei Papierornamenten. Wenn man sie nicht richtig wegpacken kann, dann sind sie irgendwie irgendwann kaputt und das fände ich schade. Deshalb soll es zusammenklappbar sein. Ich habe mir, wie gesagt, schon 4 Stück ausgestanzt und jetzt sollen hier aber Fenster hinein und dazu nehme ich mir das, was ich mir eben schon ausgestanzt habe, einfach nur als Schablone und werde mir hier einmal die Fenster einzeichnen, nur damit ich weiß, reicht eigentlich schon so die Außenkante, wo ich nachher meine Stanze anlegen kann. Ich gucke natürlich, dass das hier schön gerade ist und dass das Ganze gut aussieht. Und dann werde ich mir hier mein Fenster hineinstanzen und weil das eben die Außenkante stanzt, macht es mir dann dadurch hier schöne Löcher hinein und ich gucke, dass das hier passt und dass es gut aussieht. Und dann stanze ich mir das einmal in alle meine Häuschen hinein und wenn ich eins habe, was mir gefällt, dann kann ich den Rest auch nehmen und dann diese Schablone immer wieder drauflegen und einfach nur einzeichnen und dann sind die Fenster auch immer an der gleichen Stelle. So sieht das Ganze jetzt aus, so hatte ich mir das gedacht. Die ausgestanzten Fensterchen, die hebe ich natürlich auf, weil ich sie ja wieder verwenden könnte für die nächsten Häuschen, die ich bastle. Deswegen werde ich mir die aufheben. Und wenn man sich eine Schablone gemacht hat, dann ist es ganz einfach. Dann kann ich mir die hier drauflegen und einmal schnell mit meinem Bleistift entlang gehen. Möglichst nicht die vordere Seite anmalen. Und hier unten gehe ich einmal entlang und hier. Und jetzt kann ich hier meine Stanzen einfach auflegen und habe dann alles an der gleichen Stelle und kann sogar 2 auf einmal stanzen. Das mache ich jetzt auf jeden Fall mit allen 4 Teilen. So sehen meine ausgestanzten Häuschen jetzt aus. Und es fehlt hier noch in der Mitte etwas für das Türloch. Ich habe mir hier schon mal welche ausgestanzt aus so einem Leinenpapier. Das hat mir gut gefallen. Ihr könnt aber auch jedes andere Papier nehmen. Alles, was euch gefällt, auch jede Farbe, die euch gefällt. Ich fand das Leinenpapier hier sehr schön. Und da habe ich auch schon 4 Stück mir ausgestanzt. Und hier für den Türspion brauche es eben auch noch ein Loch. Ich habe mir das hier wieder angezeichnet. Und leider habe ich keine kleinere Stanze, die hier passt. Ich habe nur so eine 1-Inch-Stanze. Aber das macht überhaupt nichts. Ich setze mir die an und stanze mir hier in die Mitte einfach noch so ein Loch. Das kann ich tatsächlich auch so ein bisschen per Augenmaß machen, weil das tatsächlich später gar nicht mehr so drauf ankommt. Ich setze mir das hier so an. Stanze mir das da rein und dann wird es später auch passen, dass eben hier ein Loch hinten dran ist. Die stanze ich mir hier alle einmal noch schnell ein. Ungefähr in der Mitte. Und auch hier
ungefähr in der Mitte. Ihr könntet das aber auch überall anzeichnen, wenn ihr wollt. Ich bin ein großer Augenmaßmensch, aber wie gesagt, wer das lieber anzeichnet, der kann das gerne machen. Und ihr seht jetzt schon, wenn ich mir hier das Häuschen aufklebe, also spielt gar keine so große Rolle, ob die ganz richtig sind, weil es sowieso etwas kleiner ist als die Ausstanzungen. Das passt auf jeden Fall noch sehr gut. Und dann kann man hier wunderbar durchschauen und das wird dann nachher mein wunderschönes Windlicht. Damit es aber nicht einfach nur leer ist und von außen, von innen nicht so hässlich aussieht, werde ich mir jetzt nochmal 4 Häuschen ausstanzen in Transparentpapier und die auf diese Rückseite hier kleben. Bevor ich jetzt meine transparenten Häuschen auf die Rückseite klebe, möchte ich erstmal meine Häuser zu einem Leporello zusammenfügen. Und dazu nehme ich mir hier so ein ganz gewöhnliches Paketklebeband. Das ist ein Papierklebeband, also nicht dieses, was aussieht wie Tesafilm, sondern das ist ein Papierklebeband. Das kriegt ihr in jedem, also im Supermarkt oder so, da wo es so Paketzubehör gibt oder im Baumarkt bekommt ihr das auch. Das ist wie so Kreppklebeband und das passt von der Farbe her ganz genau zu meinem Papier. Und ich habe mir hier schon Streifen zurechtgeschnitten und zwar sind die ca. 10 cm lang und etwa 1,5 cm breit. Und die lege ich jetzt hier auf. Und ich mache das jetzt so, dass ich es hier oben einmal anlege und dann einfach gucke, dass es gerade ist und dass es noch schön sich hier zusammenfügt und dann einmal festklebe. Und wie ihr seht, das matcht so gut, das sieht man überhaupt nicht. Und das hier unten, das klebe ich einmal um. Und das kann dann noch einmal nachgefaltet werden, damit das auch schön aufeinander liegt. Und jetzt klebe ich noch die anderen Häuschen hier dran. Wenn das Ganze fertig ist, sollte das so aussehen. Hier auf der Seite sieht man es kaum und das ist die Rückseite. Und jetzt seht ihr schon, dass ihr das Leporello so zusammenklappen könnt, um es wieder in eine Karte zu stecken. Und gleichzeitig kann es so aufgestellt werden und in die Mitte kann man ein Teelicht stellen. Damit das aber hier nicht so aufklappt, kann man jetzt entweder hier mit einem kleinen Verschluss arbeiten, dass man hier ein Loch reinstanzt und eine kleine Kordel befestigt, das ginge. Und dass man dann hier so eine kleine Schleife bindet, das könnte auch sehr hübsch aussehen. Ich möchte aber mit einem Magnetverschluss arbeiten und dazu habe ich mir nochmal einen Streifen Karton zugeschnitten. Der ist 2 cm breit, 9,5 cm lang und in der Mitte bei einem Zentimeter habe ich ihn gefalzt. Und den werde ich jetzt hier an das Äußere ankleben, sodass die Falz bündig mit der Häuserseite abschließt. Und zwar auf die Innenseite würde ich das Ganze gerne kleben. Und dazu benutze ich einmal Flüssigkleber und klebe diese Lasche hier einmal innen auf. Und gucke, dass sie wirklich bündig hier mit der Häuserkante abschließt. Schön andrücken, warten, bis es fest ist. Und hier dran werde ich nachher meine Magneten befestigen, 1 oder 2, ebenfalls auf dieser Seite hier und dann klickt es hier einfach so schön zusammen und man wird überhaupt nicht sehen, wo der Verschluss ist. Weiter geht es aber erstmal mit der Innenseite. Das hier zieht jetzt noch schön an. Und ich werde auf die Innenseite nun das Transparentpapier kleben.
Und Transparentpapier ist immer so eine Sache. Ich kann jetzt mit Flüssigkleber arbeiten. Das wird man nachher am Ende sehen. Es ist aber auch nur die Innenseite. Da guckt man ja normalerweise nicht rein. Daher stört es mich in dem Fall nicht so. Ansonsten könntet ihr mit Sprühkleber arbeiten oder das Ganze sehr flächig mit einem Flüssigkleber bestreichen. Aber es gibt auch mittlerweile extra Kleber für transparentes Papier. Habe ich noch nicht benutzt, kann ich euch also nichts zu sagen. Ich habe schon, wie gesagt, mit Sprühkleber gearbeitet, bin davon aber nicht so hundertprozentig überzeugt. Und deswegen klebe ich das jetzt heute einmal noch mit Flüssigkleber fest. Und es ist mir jetzt mal nicht so wichtig, ob man das nun sieht oder nicht. Ihr könnt jetzt übrigens entscheiden, was eure Innenseite sein soll. Ich habe mich jetzt hier für diese Seite entschieden und das Klebeband ist außen. Ihr könntet es aber auch umgekehrt machen. Und wenn ihr kein passendes Klebeband zu eurem Papier habt, könnt ihr auch Washi-Tape nehmen. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass das Ganze mit einem goldenen Washi-Tape auch schön aussehen könnte. Also so, dass man mit Absicht eben die Ränder sieht. Das ginge natürlich auch. Oder ihr schneidet euch aus eurem Karton nochmal solche Streifen aus und klebt es mit so Streifen fest. Das würde ich aber allerdings dann auf der Innenseite befestigen. Sieht so ein ganz bisschen aus wie ein Knusperhäuschen, wenn man das jetzt hier so aufklebt. Das klebe ich mir jetzt hier so auf. Und auf der Vorderseite sieht das Ganze dann so aus. Und so fahre ich jetzt erstmal mit den anderen Häuschen auch noch fort. Im nächsten Schritt dekoriere ich jetzt die Vorderseite, indem ich hier die Häuschen alle auf die Vorderseite klebe. Ihr könntet natürlich auch bunte Häuschen machen oder ihr könntet vielleicht die Häuschen noch anmalen und noch weiter dekorieren. Aber ich werde heute in der weißen Optik bleiben. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich die ausgestanzten Fenster vielleicht noch aufklebe. Das weiß ich noch nicht, aber ich glaube, es gefällt mir einfach so weiß in weiß besser. Auf jeden Fall, das klebe ich jetzt erstmal alles auf. So sieht das Ganze jetzt von außen aus und ich finde es richtig schön. Es ist total edel, wenn man es einfach so weiß lässt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr hier verschiedene Häuschen hinmacht. Es gibt hier noch die Kirche und das Fachwerkhäuschen, dass man eben verschiedene Häuschen hat. Aber so lässt sich das Ganze dann aufstellen und in die Mitte ein Teelicht platzieren. Das könnte man so machen. Und wenn euch das hier in der Mitte stört, dass man das so sieht, dann könnt ihr natürlich auch nochmal die Häuschen ausstanzen und in der Mitte von innen auch noch einmal aufkleben. Und dann wäre das alles verdeckt. Könnte man auch machen. Dann bräuchtet ihr auch im Prinzip nicht die ganze Front zu bekleben, sondern es würde reichen, wenn ihr hier über die Löcher jeweils Transparentpapier klebt, wenn ihr das sowieso abdecken wollt. Für mich ist das so in Ordnung, weil es tatsächlich weiter oben auf einem Schrank stehen wird und dann guckt man sowieso nicht rein. Wir müssen aber noch den Verschluss anbringen und ihr könntet jetzt oben und unten einen Verschluss anbringen. Ich bringe jetzt mal einen in der Mitte an und gucke, ob das reicht. Ich habe hier so kleine selbstklebende Magnetplättchen. Und dann ziehe ich einmal hier die Folie ab und drücke das hier in der Mitte auf. Und setze das nächste an. Und schließe mir das Ganze einfach so, dass es eben so genau aufeinander liegt. Und jetzt ist es verschlossen und hält auch sehr gut. Ja, hier ist jetzt diese kleine Lücke durch die Magnete, aber die stört mich nicht. So kann man es jetzt wunderschön aufstellen. Und wenn ihr das Ganze verschicken wollt, dann könnt ihr es einfach so Leporello-mäßig zusammenklappen, das nach innen klappen. Und so passt es wunderbar in einen Briefumschlag. Könntet noch eine kleine Nachricht dazu schreiben. Und derjenige, der es bekommt, kann es dann zu Hause aufstellen. Das ist mein Beispiel Nummer 2. Kleiner Nachtrag.
weil es mir doch besser gefällt, das Ganze noch ein bisschen zu dekorieren, habe ich mich entschieden, hier noch einmal bei jedem Häuschen einen Türkranz zu ergänzen, damit es doch ein bisschen weihnachtlicher aussieht. Aber das bleibt es dann auch an Deko. Mein letztes Kartenbeispiel ist wieder eine ganz schnelle Karte. Und zwar habe ich mir aus dem Kit Papiere rausgesucht. Einmal dieses hier in Olivgrün und die beiden Goldpapiere. Einmal das Glitzerpapier und einmal das mattgoldene Papier. Dann habe ich mir ein Stück davon schon zugeschnitten und durch den tollen Prägefolder gekurbelt. Den zeige ich euch nochmal. Den gibt es extra im Shop von Charlie und Paulchen. Hier mit den Ästen. Und da sind schon so kleine Fäden dabei, an die man Kugeln befestigen kann. Ihr könnt jetzt natürlich auch so als Sterne nehmen, als Sternenregen. Aber schaut mal, wie toll das geprägt ist. Das sieht auch mit dem Papier richtig schön aus, weil es sich so ein bisschen bricht und ein bisschen weiß dadurch wird. Ich finde es super. Auf der Rückseite kann man auch nochmal sehen, das ist ein ganz hochwertiger Prägefolder. Und das klebe ich auf eine Slimline-Karte. Aber vorher befestigen wir noch die Kugeln. Und dazu werde ich mir jetzt, ich habe insgesamt 5 und werde mir jetzt hier Kugeln ausstanzen aus dem Papier. Und gucke mal, ob ich das gerne hätte. Ich glaube, die hätte ich gerne hier. Und noch eine kleine in Glitzer. Die kommt vielleicht hier an den Rand. Und aus dem matten Papier auch 2 kleine. Und eine große. Und die werde ich dann hier festkleben. Und hier unten kommt noch ein Spruch drauf. Und zwar aus diesem neuen tollen Stempelset. Könnte man hier einmal Frohes Fest oder diesen Spruch Schöne Weihnachten stempeln. Ich glaube, ich werde den hier nehmen. Und um das Ganze ein bisschen abzurunden, könnte man das rote Band nehmen, was im Set dabei war, und eine Schleife binden. Ich mache das jetzt mal hier geschwind, um euch zu zeigen, was ich meine. Hier schnell eine Schleife gebunden und dann gucken, dass die Samtfasern auch außen sind. So, eine kleine Schleife gebunden. Und die könnte man jetzt noch hier oben aufsetzen, vielleicht sogar nur eine in diesem Samtband. Ich werde aber, glaube ich, kleine goldene Kordel nehmen, die ich noch habe, aber das finde ich auch wunderschön. Oder man könnte hier noch so einen Streifen aufsetzen, finde ich mit Samtband sieht auch immer ganz, ganz edel aus. Auf jeden Fall klebe ich mir jetzt schon mal die Kugeln hier auf. Ich habe mir jetzt noch hier so Kordel ausgesucht, weil mir das erstmal besser gefällt. Ich zeige euch, wie ich das mache. Und zwar lasse ich die Kordel an der Spule dran und binde mir dann an der Spule eine Schleife. Das heißt, erstmal so eine Schlaufe legen, dann einmal drumherum und durchziehen. Und dann ziehe ich mir so lange die Schleife zurecht, bis sie mir von der Größe her und von der Form her gefällt. Bevor ich meine Schleifen festklebe, habe ich gedacht, embosse ich mir doch noch schnell den Spruch. Schöne Weihnachten, dazu nehme ich mein Versamark Stempelkissen und stempel mir den Spruch hier einmal unten auf und ich würde ihn gerne in Weiß embossen. Und manchmal ist der Embossing-Föhn so heiß, dass es den Kleber anlöst und deshalb klebe ich die Schleifen erst danach. Ich habe hier das ultrafeine Embossing-Pulver von Wow. Das finde ich persönlich am besten. Aber nehmt bitte das, was ihr zu Hause habt und was für euch gut funktioniert.
Als letzten Schritt klebe ich diese Karte noch auf meine Grundkarte und dazu nehme ich meine ATG Gun, weil es ja eine schnelle Karte sein soll. Ihr könnt aber natürlich Flüssigkleber nehmen oder eine Klebemaus oder was auch immer ihr zur Hand habt. Mit der ATG Gun geht das natürlich super flotto und hält auch sofort. Aber ihr habt auch nur einen Versuch, muss halt auch direkt gerade sein. So, von daher, ich klebe mir das hier auf die Grundkarte auf. Und fertig wäre das Kartenbeispiel Nummer 3. Hier seht ihr jetzt nochmal, was ich aus dem neuen Kit und mit den neuen Sachen von Charlie und Paulchen gebastelt habe. Die Karte, die man hier so wunderschön zusammenklappen kann und aber aufstellen kann zu einem großen Teelichthäuschen. Die Karte mit dem Häuschen vorne und dem Innenleben innen. Oder die ganz schnelle Slimline-Karte mit den Weihnachtskugeln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und euch inspiriert und vielleicht auch schon ein bisschen Lust auf Weihnachten gemacht oder auf Weihnachtsbastelei. Schaut auf jeden Fall bei den Ladies vom Design-Team dabei auf Instagram. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Beispiele mit den neuen Sachen. Und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.